Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum, die meisten kennen mich. Mein Name ist Melanie Flossmann-Schütze. Ich bin Konservatorin, Kuratorin hier im Haus und darf Sie im Namen des gesamten SMAC-Teams herzlich begrüßen. Wir haben uns heute zusammengefunden zum ersten Vortrag, zum ersten Dienstag-Vortrag des aktuellen Quartals. Und wir haben uns überlegt, Ihnen einen weiteren Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen. Nun, wie Sie ja alle wissen, forschen sämtliche Mitarbeiter des Hauses auch verstärkt zu den altägyptischen Objekten hier bei uns im Museum. Und darüber hinaus beschäftigen sich natürlich auch zahlreiche Kollegen der ganzen Welt, auch also national und international, auch mit Stücken hier aus der Münchner Sammlung. Und wir haben uns eben überlegt, auch verstärkt in den kommenden Dienstagabend-Vorträgen solche externen Referenten einzuladen, die Ihnen dann auch einen Einblick in die aktuellen Forschungen geben werden. Ja, mit dem heutigen Vortrag freue ich mich sehr, meine langjährige Kollegin Dr. Asja Müller aus der Freien oder von der Freien Universität Berlin hier begrüßen zu dürfen. Asja Müller ist Ägyptologin und klassische Archäologin. Sie hat beide Fächer gleichermaßen studiert, hat in beiden Fächern einen Abschluss und ist wirklich die Spezialistin für römerzeitliche Mumienmasken. Und da das Museum hier auch im Besitz seiner sehr netten Sammlung römerzeitlicher Mumienmasken eben ist, haben wir uns dann sehr gefreut, dass Asja Müller unserer Einladung eben gefolgt ist und heute hier zum einen einige Ergebnisse auch aus ihrem Dissertationsthema präsentieren wird. Sie hat zu römischen Mumienmasken promoviert und darüber hinaus natürlich auch den Schwerpunkt auf die Münchner Objekte legen wird. Im Anschluss an dem Vortrag wird es einen kleinen Umtrunk geben. Da wird Asja Müller natürlich zur Verfügung stehen für weitere Fragen bzw. Kommentare. Und dann übergebe ich auch gleich das Wort an Asja. Vielen Dank, dass du hierher nach München gekommen bist und wir freuen uns auf deinen Vortrag. Sehr schön. Dann möchte ich mich mal gleich bedanken für die freundliche Einführung und auch für die Aufmerksamkeit schon mal im Voraus. Das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich in einer Vortragsreihe eines Museums vortrage. Ansonsten waren das hauptsächlich Konferenzen. Also deswegen ist es sehr schön, dass ich nochmal die Gelegenheit habe, auch in diesem Rahmen meine Ergebnisse der Arbeit vorzustellen. Und dann gehen wir gleich mal in medias res. So. Wenn man in der heutigen Zeit ein Museum mit ägyptischer Sammlung besucht, ganz egal, ob es sich um eines in Deutschland, Europa oder weltweit handelt, so kann man mit relativ großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass diese Sammlung auch eine oder mehrere Mumienmasken der römischen Kaiserzeit einschließt, ganz wie es auch beim Münchner Staatlichen Museum für ägyptische Kunst der Fall ist. Da sehen Sie hier ein paar Beispiele von Sammlungen, die ich besucht habe. Auf Basis meiner relativ umfangreichen Recherchen im Rahmen meiner 2016 abgeschlossenen Promotion zu kaltzeitlichen Mumienmasken aus Ägypten sind mir 149 Museen und museale Sammlungen auf den meisten Kontinenten der Welt bekannt, deren Sammlung insgesamt mehr als 1789 Objekte einschließen. Ich habe hier mal eine Karte mitgebracht und was Sie hier sehen, also all diese Punkte, sind tatsächlich auch nur ein Ausschnitt von all diesen Museen. Das sind die Stücke, die Stuckmaskensammlungen, ich gehe da gleich noch drauf ein, beinhalten. Das sind allerdings schon die meisten immerhin. Aber es kommen noch weitere dazu aus anderen Materialien. Hinzu tritt eine nicht klar bezifferbare, aber in jedem Fall umfangreiche Gruppe von Mumienmasken in Privatsammlungen und im Kunsthandel, die teilweise seit fast einem Jahrhundert dort zirkulieren. Ich war beispielsweise relativ überrascht, dieses Objekt hier, das ich von 1910 aus einem unpublizierten Katalog kannte, 2002 bei Christie's wiederzufinden. Man kann also mit einiger Berechtigung konstatieren, dass es sich bei den Mumienmasken um eine sehr weit verbreitete Objektgattung handelt. Diese relativ gute Greifbarkeit geht gleichzeitig einher mit dem Umstand, dass häufig nicht nur eines, sondern gleich mehrere dieser Objekte in den Ausstellungen zu sehen sind, wo sie in Regalen nebeneinander aufgereiht oder an Vitrinenwänden in parallelen Reihen zu besichtigen sind, zum Beispiel wie es hier in München auch der Fall ist. In der Mehrheit der Fälle handelt es sich dabei um Stückköpfe. Nebeneinander positioniert und gerne auch mit einem einzigen beschriftenen Schild versehen, vermitteln sie dem Betrachter einen Eindruck relativer Gleichförmigkeit. In dieser Hinsicht sind sie Galerien mit kaiserzeitlichen Marmorporträts, da habe ich jetzt einfach mal irgendein Beispiel genommen zur Visualisierung, also sind sie denen gar nicht so unähnlich, wo diese Objekte ebenfalls als Resultat einer Art serieller Produktion erscheinen.
diesen modernen Eindruck, der sich zweifellos nicht nur aus dem heutigen musealen Aufstellungskontext, sondern zum Großteil auch aus dem fragmentarischen Erhaltungszustand, also Köpfe, und der antiken Herstellungstechnik, da komme ich gleich noch zu, speist, möchte ich heute die antike Perspektive gegenüberstellen. Ich möchte daher im folgenden Vortrag danach fragen, ob die Biografie dieser Objekte, also ihr Leben, deren vorläufig letzten Abschnitt wir momentan im Rahmen musealer Ausstellungen bezeugen, auch in der Antike ähnlich gegeben war. Konkret werde ich also diskutieren, ob der heutige Eindruck eines für die breitere Öffentlichkeit sichtbaren, unzugänglichen Massenproduktes auch aus der antiken Perspektive so war. Um es gleich vorwegzunehmen, die Antwort darauf lautet, das kommt darauf an. Nämlich darauf, über welchen Kontext wir hier sprechen. Denn die Mumienmasken konnten je nach Verwendungszusammenhang einen durchaus sehr unterschiedlichen Status einnehmen. Um meine Frage zu beantworten, habe ich den heutigen Vortrag daher in drei größere Abschnitte untergliedert. Erstens, die Herstellung der Mumienmasken. Zweitens, ihre rituelle Aktivierung. Und drittens, die Verwendung im Rahmen von Bestattung und Totenkult. Bei allen drei Abschnitten werde ich immer auf verschiedene Quellengattungen Bezug nehmen, das heißt, die uns Einblick in die antiken Gegebenheiten geben können. Dazu zählen das physische Erscheinungsbild der Mumienmasken, also wie sahen sie aus, Textquellen und der architektonische Kontext, meistens das Grab. Wie Sie allerdings recht schnell feststellen werden, ist die Quellenlage bei all diesen drei Handlungsabschnitten ganz unterschiedlich. Im Falle von Herstellung und ritueller Aktivierung sind wir beispielsweise vollständig auf Textquellen und das Erscheinungsbild der Masken angewiesen, während es keinerlei Befunde gibt, also keinen architektonischen Kontext. Im Falle von Bestattungsakt und Totenkult sind es umgekehrt gerade die Befunde, die wichtige Informationen vermitteln, während die Textquellen darüber weitgehend schweigen. Bevor wir nun zu den einzelnen Schritten im Leben einer kaiserzeitlichen Mumienmaske kommen, ist es angebracht, noch zuerst einen kurzen Blick darauf zu werfen, wie diese einzelnen Abschnitte miteinander verbunden sind, damit Sie das besser verstehen. Ich habe im Rahmen meiner Promotionsarbeit dazu ein Übersichtsschema entworfen, das das visualisieren soll. Es handelt sich hierbei um eine idealtypologische Abfolge, die aus verschiedenen Quellen und durch die Orte und Zeiten zusammengestellt ist. Das heißt, es zeigt das Maximum dessen, was möglich war während der Kaiserzeit, nicht das, was überall gleichzeitig auch zur Anwendung gekommen ist. Das gibt uns aber trotzdem eine Orientierung und das erläutere ich jetzt kurz. Ich werde das jetzt auch etwas vereinfachen aufgrund des begrenzten Zeitspektrums und damit es leichter verständlich ist. Wie aus zahlreichen, vor allen Dingen unterägyptischen Schriftquellen zu entnehmen ist, wurde das Totenritual mit einer mehrtägigen Aufwachung im Haus eingeleitet. Also die wurden niedergelegt, die Toten, wo die Angehörigen den Toten ihre Referenz erweisen konnten. Vermutlich ist es auch dieser Zeitpunkt, zu dem der Bestattungsvorgang selbst eingeleitet wurde, was unter anderem den Kauf oder wenigstens die Herstellungsbeauftragung einer Mumienmaske einschloss, denn darauf liegt ja unser Fokus. Der zweite große Abschnitt beinhaltet die Handlung in der Balsamierungshalle, was unter anderem den Kauf oder in der Balsamierungshalle, wobei dies mit großer Wahrscheinlichkeit jener Zeitpunkt war, an dem die Maske auf die Mumie gesetzt worden ist, ist ja auch sehr wichtig. Als dritter und letzter großer Handlungsabschnitt kann der Bestattungsvorgang selbst angeführt werden, bei dem die Mumie mitsamt Maske in das Grab gebracht worden ist und dort im Rahmen regelmäßig wiederkehrender Totenfeste besucht werden konnte. Das ist alles das, was man hier oben sieht. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass der nicht körpergebundene Bestandteil des Verstorbenen seine Reise in die Unterwelt angetreten hat. Also das ist dieser Teil hier, das, was man auch als Götterwelt bezeichnet. Dort musste er sich einer Gerichtsprüfung unterziehen. Es ist hier in der Gerichtshalle die sogenannte Herzwägung, bevor er als Gerechtfertigter in das jenseitige Gefolge des Osiris aufgenommen werden konnte. Das ist diese Szene hier, die Angliederung des Verstorbenen in das jenseitige Gefolge des Osiris. Danach konnte er das Grab nach Belieben verlassen, also als nicht körpergebundener Bestandteil, zum Beispiel als Barvogel, den man hier oben sieht, um die Lebenswelt zu betreten. Also die Grenzen sind durchlässig gewesen. So, beginnen wir nun damit, uns den ersten Abschnitt im Leben einer Mumienmaske etwas genauer anzuschauen, nämlich jene der Bestattungsvorbereitung. Nach Auskunft verschiedener dokumentarischer und üblicherweise auf Griechisch verfasster Texte, in dieser Zeit ganz normal, vor allem aus dem Gebiet des Fayum, gehörte zu einer angemessenen Bestattung eine große Zahl von Materialien und Dienstleistungen, deren Kosten dem Auftraggeber, das heißt wohl den Hinterbliebenen, in Rechnung gestellt wurden.
Wir können an dieser Stelle zwei Papyri anführen. Papyrus Amhöst aus dem späten 1. Jahrhundert nach Christus auf der linken Seite sowie Papyrus Vindobonensis aus dem 2. bis 3. Jahrhundert nach Christus. Keine Sorge, Sie müssen nicht das Griechisch lesen, ich komme gleich zur Übersetzung. Beide sind explizit als Bestattungskostenlisten ausgewiesen und führen verschiedene Gegenstände und Geräte auf, deren Verwendung beim Mumifizierungs- und Bestattungsvorgang sehr, sehr wahrscheinlich ist. Zum Beispiel gilt das für ganz große Mengen an Öl, die hier genannt werden. Also hier ist zum Beispiel Olivenöl aufgeführt, aber auch Stoffe, hier Leinen oder Kränze. Außerdem werden einschlägige Dienstleistungen genannt, etwa durch den Balsamierer, Klagefrauen oder sogar den Transport, wahrscheinlich der Mumie. Also hier zum Beispiel werden die Klagefrauen genannt, hier haben wir Transportkosten aufgelistet. Besonders interessant ist aber ein Wort, das in beiden Listen auftritt. Hier rot markiert, Prosopon oder Prosopidion, das wäre die Verkleinerungsform dieses Wortes. Worauf bezieht sich das? Wir können in beiden Fällen davon ausgehen, dass dieser Gegenstand kein billiger war. Selbst wenn die Zahlen in beiden Texten sich stark unterscheiden. Also wir haben einmal 24 bzw. 64 Drachmen für das große Prosopon. Sehen Sie hier und da. Und dann noch für das kleine Prosopon 14 Drachmen hier. Andererseits handelt es sich aber auch nicht um den teuersten Gegenstand oder die teuerste Dienstleistung bei der Auflistung. Zum Beispiel haben wir hier für das Leinen 136 Drachmen, ist schon deutlich mehr. Bereits Barbara Borg hat in ihrer Untersuchung zu den Mumienporträts, das sind gemalte Bildnisse, also sozusagen eine Parallelgattung zu den Mumienmasken, die Preise für Kostenauflistungen etwa desselben Zeitrahmens verglichen und dabei festgestellt, dass diese Kosten mindestens mit dem ein- bis mehrfachen Monatslohn eines Vorarbeiters oder Wächters gleichzusetzen waren. Zur Erläuterung, also wir haben hier 24 Drachmen im 1. Jahrhundert nach Christus, eine Liste, zusammengetragen von Hans-Joachim Drex-Hage, und der stellt fest, ein Vorarbeiter im 1. Jahrhundert nach Christus hatte einen Monatslohn von 24 Drachmen. Also das ist ein ganzer Monatslohn, der da ausgegeben werden musste. Oder wenn wir die spätere Liste hier nehmen, die 64 Drachmen, hier haben wir zum Beispiel aus dem 2. Jahrhundert noch eine Urkunde, ein Wächter an einer Zollstation bekam 16 Drachmen im Monat, das heißt also, das ist ein Mehrfaches des Monatslohns. Das gibt uns also einen gewissen Aufschluss über die ökonomische Natur dieses Objektes. Das war nicht eben billig, aber mit einigen Mühen doch erschwinglich, vor allen Dingen für die Oberschicht und für die Mittelschicht, sofern sie bereit war, darauf so lange zu sparen. Aber dabei muss man beachten, das ist eben nur ein Teil der Gesamtkostenliste für die Bestattung. Da kommen ja noch eine ganze Menge andere Sachen mit dazu. So, worum handelt es sich jetzt bei dem Prosopon konkret? Das ist nämlich nicht so einfach festzustellen. Die bisherige Forschung hat gar nicht lang gezögert und ganz häufig einfach angenommen, dass das Prosopon genannte Objekt eine Mumienmaske sein muss. Und zwar vor allen Dingen deswegen, weil das griechische Wort Prosopon die antike Bezeichnung für eine Theatermaske war. Da habe ich einfach mal als Vergleich hier eine rangezogen. Also die hier werden Prosopon genannt in der Antike. Ergo nimmt die Forschung an, dass das, was wir heutzutage als Mumienmasken bezeichnen, ebenfalls Prosopon genannt wurde. Das ist aber nicht ganz so einfach, weil der griechische Begriff viel allgemeiner gefasst war. Und der heißt nämlich erstmal nur Gesicht und sonst nichts weiter. Ich bin daher der Ansicht, dass man nicht a priori davon ausgehen kann, dass alle als Prosopon bezeichnete Objekte in Bestattungskostenlisten automatisch das sind, was wir heutzutage mit Mumienmaske übersetzen. Es kommt hier ganz auf den Kontext an. Ohne jeden Zweifel handelt es sich um ein Objekt, denn sonst könnte man das eben nicht dem einen Wert zumessen und es verkaufen. Ganz klar. Also es ist eindeutig ein Objekt. Etwas ausführlicher ist in dieser Hinsicht ein weiterer dokumentarischer Text, ebenfalls griechisch aus dem 2. Jahrhundert vor Christus, also sozusagen ptolemäisch, wo wörtlich von Gesichtern der Toten, Nekrika Prosopa, die Rede ist. Hier, also das ist jetzt ein bisschen klarer, da haben wir immerhin einen Zusatz. Diese Nekrika Prosopa, also die toten Gesichter, werden durch die beiden Handwerker Phatris und Zenobastis, die werden hier oben genannt, vergoldet. Das war deren Aufgabe. Das heißt, toten Gesichter schließt auch andere Darstellungen von Gesichtern der Toten nicht aus. In ptolemäischer Zeit kommen da tatsächlich nur die Mumienmasken in Frage, weil da gab es einfach nichts anderes. Das heißt also, da heißt es ganz sicher Mumienmaske. Aber
Im ersten Jahrhundert, also in der Kaiserzeit, was uns jetzt hier interessiert, gibt es daneben eben auch diese schönen Mumienporträts, diese gemalten Bildnisse. Und im zweiten und dritten Jahrhundert nach Christus, ebenfalls in Fayum, weil da kommen ja die Papyri her, da wird es schwierig. Also wir wissen, dass es in Hawara, da starb die meiste Mumiendekoration, Masken und Porträts her, keine Masken mehr gegeben hat. Das haben meine Forschungen eindeutig ergeben. Aber wir sind ganz schlecht informiert über andere Fundorte in Unterägypten, im Fayum. Also zum Beispiel Dimeh, wo dieser Papyrus auch herstammt. Also schwer zu sagen. Dennoch, eine solche antike Sammelbezeichnung für diese beiden oder sogar noch weitere Arten der Objektgattung, bei denen es sich, das muss ganz deutlich gesagt werden, um moderne Unterscheidung handelt. Es ist keine antike Unterscheidung, was wir hier sagen, Mumienporträt, Mumienmaske. Das würde jedenfalls erklären, wenn die da nur ein Wort für hatten, warum es bisher nicht gelungen ist, ein Wort zu identifizieren, das nur Mumienmaske oder nur Mumienporträt meint. Möglicherweise bestand in den Augen der Ägypter kein funktionaler Unterschied zwischen beiden. Das heißt, die bisher aufgeführten dokumentarischen Textquellen bringen uns nur bedingt weiter bei dieser Frage, wenn wir Aufschluss zur Herstellung und Verhandlung der Mumienmaske wollen. Das lässt sich aber auch anders machen. Und zwar zum Beispiel durch das Erscheinungsbild. Ich darf gleich vorwegnehmen, dass es bislang nicht gelungen ist, eine antike Maskenwerkstatt zu identifizieren. Weder vor noch während der Kaiserzeit. Es wäre schön, wenn wir es könnten, aber haben wir bisher nicht. Wir können bisher nicht einmal genau sagen, wo diese Werkstätten tatsächlich gewesen sind oder angelegt worden sind. Also beispielsweise in der Nekropole, am Rand der Nekropole, in der zugehörigen Siedlung. Wir wissen das einfach nicht. Diese Schwierigkeit lässt sich nicht aus dem Weg räumen, sondern nur mit Hilfe eines methodischen Konstrukts umgehen. Und das ist jetzt wirklich ein Vorteil, wenn man sich die Menge der Mumienmasken aus der Kaiserzeit anschaut, die erhalten sind. Ich hatte ja gesagt 1789. Denn man kann die durch sorgfältige Betrachtung ihres Erscheinungsbildes verschiedenen Werkstattgruppen, so habe ich es genannt, zuordnen. Und diese Werkstattgruppen, weil ich ja nicht weiß, wo genau die gewesen sind, habe ich die benannt nach ihren Hauptdistributionsorten, also da, wo diese Produkte tatsächlich verwendet worden sind, die jeweiligen Nekropolen. Und das ist jetzt, was hier eingetragen ist. Und wir interessieren uns natürlich jetzt vor allen Dingen für Mittelägypten, da komme ich gleich noch dazu, Tunel Gebel Antinopolis. So, zunächst lassen sich vier Hauptgruppen von Masken, also ich komme jetzt zu den Kategorien, auf denen diese Einteilung hier basiert, vier Hauptgruppen von Masken nach ihren jeweiligen Herstellungsmaterial unterscheiden. Wir haben Kartonagemasken, Stuckmasken, Holzmasken und dann das, was ich Hybridmasken nenne, weil die eine Kombination verschiedener Materialien darstellen, also Stuck, Ton und Leinen vor allen Dingen. Gleichzeitig muss ich darauf hinweisen, dass es sich bei diesen Kategorien, ich habe die einfach so benannt, dass die sich nur nach dem Herstellungsmaterial des Kopfes richten. Und zwar, weil man tatsächlich häufig nur den Kopf erhalten hat. Und andere Körperpartien können durchaus aus anderen Materialien bestehen. Das betrifft insbesondere den sogenannten Stuck. Das heißt, es ist eine Mischung aus Gips mit anderen organischen oder nicht-organischen Stoffen, aber hauptsächlich ist es Gips. Denn dieses Material ist besonders bruchanfällig, deswegen ist dann eben nur der Kopf übrig. Daraus resultiert auch der Umstand, dass Stuckmasken im Gegensatz zu dem viel flexibleren Material Kartonage, und hier haben Sie ein Beispiel für eine Kartonagemaske, sehen hier verschiedene Schichten aus Leinen und Stuck oder Papyrus, die zusammengeklebt worden sind, das ist viel flexibler. Die Stuckmasken sind dann eben nur als Kopf erhalten, weil die brechen einfach ab. Und der Kopf ist vor allen Dingen deswegen erhalten, weil da die Stuckschicht am massivsten ist. So, da es sich bei der Münchner Sammlung um eine reine Stuckmaskensammlung handelt, werde ich im weiteren Verlauf meines Vortrags insbesondere auf die eingehen. Also Sie müssen dann einfach im Hinterkopf behalten, es gibt noch viel mehr Varianten, aber darüber werde ich heute nicht sprechen. Man kann jetzt einmal sich meine Kartierung der Materialtypen anschauen und wir stellen fest, dass Stuckmasken so gut wie ausschließlich in Mittelägypten vorkommen, und zwar um die beiden antiken Nekropolen von Tunel el-Gebel und Antinopolis herum. Und es ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen klein für Sie, aber das ist dieses blaue All, die braunen Kreise, also ich kreise jetzt hier mal ein, da sind Stuckmasken gefunden worden. Und Sie sehen auch, wie viele, also wo die jetzt herkommen, hauptsächlich Tunel el-Gebel und Antinopolis, blau und orange. Offenbar wurden sie zuweilen noch etwas weiter nach Norden gebracht, so gut wie immer flussabwärts zu nahegelegenen Orten wie Akorus oder Mnachis. Das sind aber nur sehr, sehr geringe Mengen und keine weiten geografischen Distanzen. Das sind zwar kleinere Punkte, die man
hier noch ein bisschen weiter gestreut hat. Das sind diese kleineren, die ich hier aufgeführt habe, aber das ist fast gar nichts. Ein ebenfalls sehr wichtiges Unterscheidungskriterium für die Identifizierung einzelner Werkstattgruppen ist die Gesamtform des Objektes. Und das ist nämlich wirklich wichtig, weil entgegen des heutigen Erhaltungszustands wiesen alle kaiserzeitlichen Mumienmasken ursprünglich ein Brustpanel auf. Das heißt, das übrigens teilweise bis zur Taille hinabreichte. Und das zeigt die Brust mit oder ohne Angabe von Armen. Das sehen Sie bei all diesen Typen hier. Das sind auch jetzt verschiedene Materialtypen. Aber Sie dürfen sich schon mal merken, es ist nie nur der Kopf gewesen. Im Falle der Stuckmasken, auf die wir uns ja konzentrieren, ergeben sich hier zwei unterschiedliche Formtypen, die ich für die Produkte zweier zeitlich und technisch, aber nicht zwangsläufig geografisch getrennter Werkstattgruppen halte. Wir haben einmal die sogenannte Tuna e Gebel Antinopoulos Werkstattgruppe 2, dieses Beispiel hier, deren Masken ausschließlich aus Kopf- und Brustpanel bestehen und beide üblicherweise aus Stuck hergestellt. Also wir haben das Brustpanel und den Kopf hier. Das Ergebnis ist relativ schwer und hat einen zungenförmigen Grundriss, deswegen habe ich die nach der Form Zungenmasken genannt. Die Werkstattgruppe muss aufgrund der zeitlichen Einordnung ihrer Objekte eine Mindestlaufzeit von 160 bis 250 nach Christus gehabt haben, also 2. bis 3. Jahrhundert. Die andere Werkstattgruppe, Nummer 1, war viel, viel länger aktiv, mindestens von 40 nach Christus bis 240 nach Christus, also 1. bis 3. Jahrhundert, 3 Jahrhunderte, das ist wirklich sehr lang. Beide produzierten also im 2. bis 3. Jahrhundert teilweise parallel. Und der Unterschied zu diesen hier besteht natürlich, Sie sehen es ja alle, in den Paneelen, die um den Kopf herum angebracht sind, hier, also einmal so rundherum, aus Holz oder in dem Fall also aus Kartonage oder wie hier aus Holz. Das Ganze ähnelt dem Deckel eines Kastens, der auf die Mumie aufgesetzt wird, während sie liegt, und deswegen nenne ich die Kastenmaske. So, das nur, damit Sie den Eindruck haben, wie die ursprünglich aussahen. Hinsichtlich des Verbreitungsgebietes waren beide Werkstattgruppen aber wohl weitgehend deckungsgleich. Und jetzt habe ich das mal ein bisschen größer, also Mittelägypten. Und Sie sehen Tuna e Gebel Gruppe 1 und die zweite Gruppe, blau und lila, vor allen Dingen Tuna e Gebel und Antinopoulos. Und dann gibt es halt so ein paar kleinere Fundorte weiter im Norden. Und das war es im Wesentlichen. So. So viel zur Herkunft. Das war jetzt nur so ein kleiner Exkurs. Da werde ich im dritten Abschnitt zum Grabkontext nochmal drauf zurückkommen. Aber jetzt geht es ja erstmal um die Produktion. Das Erscheinungsbild der Mumienmasken ermöglicht noch eine ganze Reihe anderer Aufschlüsse in Bezug auf den Herstellungsprozess und damit den Massenprodukteindruck, auf den ich eingangs hingewiesen hatte. Stuckmasken machen unter allen kaiserzeitlichen Mumienmasken den größten Prozentsatz aus, mit weitem Abstand, gefolgt von Kartonagemasken und in verschwindend geringer Menge auch anderen Materialtypen. Also Sie sehen ja all dieses Blaue, alles Stuck und Orange kommt dann Kartonage und der Rest ist quasi nicht existent. Das ist insofern erstmal verwunderlich, weil Stuckmasken, wie ich ja bereits festgestellt habe, eigentlich nur in Mittelägypten vorkommen. All dieses Rote, was außen rumläuft, in allen anderen Teilen Ägyptens, sind Kartonagemasken. Und das ist auch das traditionelle Herstellungsmaterial für Mumienmasken. Das müssen Sie schon ein paar Mal gesehen haben, wenn Sie durch Ausstellungen gegangen sind. Dafür gibt es jetzt, also für dieses Ungleichgewicht, das sind viel mehr erhalten, aber viel kleineres geografisches Gebiet, gibt es meiner Ansicht nach drei Gründe. Das erste ist die Ausgrabungsgeschichte. Die größte Zahl von Kartonagemasken stammt aus dem Fayum, genauer gesagt Hawara. Da gab es ganz viele Raubgrabungen. Und andererseits hauptsächlich Ausgrabungen wissenschaftlicher Art von Flinders Petrie. Und er hatte gegen diese Objekte nachweislich doch eine eher starke Abneigung. Also Sie sehen hier einmal eine Übersetzung aus einem seiner Tagebücher und er nennt das immer vergoldeter Flitter oder abscheulicher Stil. Also es war nicht sehr freundlich, das Urteil. Das heißt, er schenkte ihnen nicht viel Aufmerksamkeit, sodass viele Objekte wohl einfach verloren gegangen sind. Außerdem sind einige sicher auch zerstört worden auf der Suche nach Papyrus, obwohl das völlig sinnlos ist, weil die bestehen einfach nicht aus Papyrus. Da ist Leinen drin, kein Papyrus, man kann keine griechischen Texte daraus retten. Wenn man die auflöst, hat man in der, sagen wir mal, älteren modernen Zeit auch trotzdem gemacht. Ich bin aber nicht der Ansicht, dass diese beiden Faktoren, also Ausgrabungsgeschichte und Papyrusjäger, unser heutiges Bild von den Mengen sehr stark geändert haben, sodass es den dritten Faktor, den Herstellungsprozess, aufwiegen könnte. Denn
Kartonagemasken sind höchstwahrscheinlich mithilfe eines Formkerns hergestellt, also einfach nur ein Kern in der Form, ungefähr der Form eines menschlichen Körpers, auf dem hat man dann diese Schichten aus Kartonage aufgebracht und es dauert einfach eine Weile. Irgendwann um die Zeitenwende herum haben allerdings die Umtuna El-Gebel und Antinopoulos ansässigen Handwerk eine völlig neue Technik entwickelt, zur Herstellung von Mumienmassen gab es davor nicht, die nicht nur ein anderes Material, Stuck, sondern auch gleichzeitig eine ganz andere Art der plastischen Modellierung einschloss, nämlich mithilfe eines Models, also einer Form. Kein einziges dieser Model ist bisher gefunden worden, wohl nicht zuletzt, weil wir keine der zugehörigen Werkstätten identifizieren können. Vielleicht hätten wir dann welche gefunden, können wir aber nicht. Trotzdem kann man nicht anzweifeln, dass es die gegeben hat. Das kann man an ganz vielen Stuckquasten nachvollziehen, aber ich zeige es Ihnen hier mithilfe der Münchner Sammlung. Also das ist nur zur Erklärung hier nochmal, das ist tatsächlich das einzige Teil, der aus dieser Form genommen ist, als was hier weiß ist, der Rest ist extra aufgesetzt worden. Sie sehen hier eine dieser Masken, die einen Mann darstellt in der Münchner Sammlung und durchaus individuell wirkt. Vergleicht man ihr Gesicht aber mit einer ganzen Reihe von Objekten aus Museen auf der ganzen Welt, und da habe ich jetzt einfach mal zwei hingestellt, so wird deutlich, dass die Gesichtszüge faktisch identisch sind. Offenbar hat man sie mithilfe einer Form geschaffen, in die der feuchte Stuck hineingegossen oder hineingepresst worden ist. Das kann man vergleichen beispielsweise mit Terrakotta-Figuren oder aus der Kaiserzeit die sogenannten Campana-Reliefs, auch mit Form. Also wenn Sie diese Frau hier vergleichen mit dieser hier und Sie sehen ganz unterschiedliche Aufbewahrungsorte, es ist nicht dasselbe Stück, aber offensichtlich dieselbe Form. Zurück zu den Stuckmasken. Also nachdem man das in die Form reingebracht hat und das etwas getrocknet ist, kann man das Gesicht dann rausnehmen, mithilfe einer dünnen Stuckschicht nachmodellieren und dann durch die Hinzufügung anderer Elemente wie Kleidung, Schmuck, Attribute individualisieren. Diese nachträgliche Umarbeitung geht weit über alles hinaus, was man beispielsweise bei Terrakotten feststellen kann. Und das macht es auch so wirklich, wirklich schwierig, modellgleiche Stücke in unterschiedlichen Sammlungen zu identifizieren. Deswegen experimentiere ich gerade damit, ob man diese Vergleiche zwischen Stücken in verschiedenen Museen mit Hilfe von Structure from Motion Modellen machen kann. Das heißt, es sind dreidimensionale digitale Modelle, Sie sehen hier eines von denen, die man auf Basis von Fotos errechnen kann. Das ist jetzt ganz frische Forschungsergebnisse von gestern, ich habe das Modell heute Nacht ausgerechnet. Das heißt, Sie sind die Erste, die das jetzt sehen und die Münchner Massen sind auch tatsächlich die Ersten, an denen ich das jetzt ausprobiere. So, Exkurs zu Ende, was bedeutet das jetzt für meine eingangs gestellte Frage? Der moderne Eindruck eines Massenproduktes oder besser eigentlich Serienproduktes ist tatsächlich nicht so trügerisch, wie man zunächst glauben mag. Zumindest im Rahmen des ersten Abschnitts im Leben einer Mumienmaske. Das erklärt dann nämlich auch, warum es so viele von denen gibt im Vergleich zu Kartonage oder Holz, weil der konnte man einfach wahnsinnig schnell herstellen. Dennoch ist Vorsicht geboten. Denn unser Bild dieser Gleichförmigkeit wird dadurch beeinträchtigt, dass wir über große Teile der Mumienmaske nicht verfügen, weil sie sich nicht erhalten hat. Denn man kann sich das jetzt anschauen, das Gesamterscheinungsbild besser erhaltener Kastenmasken, wie diese eben auch mal ausgesehen haben muss. Und dann sehen Sie, dass es eben doch individuelle Produkte sind, weil kein Stück völlig genau dem anderen ähnelt. Also Sie sehen hier drei, die prinzipiell zum selben Typus gehören. Sie sehen, dass die völlig anders gestaltet sind. Darüber können auch identische Gesichtszüge nicht hinwegtäuschen, zumal es für die Handwerker offenbar keine Probleme gab, dasselbe Gesichtsmodell für Männer- und Frauendarstellungen zu verwenden. Also Sie sehen hier diese beiden, die ich auch eingangs auf der Folie hatte, beide in der Sammlung in München, beide in derselben Vitrine, aber mit ein bisschen Abstand zueinander, wenn Sie sich das mal anschauen wollen. Ich bin sehr, sehr, sehr sicher, dass die identische Gesichter haben. Wenn ich das andere Modell Zeit hatte, das auch auszurechnen, kann ich das nochmal nachprüfen. Aber ich denke, das kann man sagen mit 99% Sicherheit sagen, bereits jetzt. Also was wir hier haben, ist nicht eine Individualisierung durch eine möglichst große Naturnähe zum abgebildeten Objekt. Also die haben sich nicht den Verstorbenen angeschaut, versucht den nachzumodellieren. Es ist nicht diese Art von Porträt. Was wir hier haben, ist Individualität durch Unterscheidbarkeit. Die haben versucht, die Maske möglichst individuell darzustellen, weil sie sich von allen anderen unterscheidet. Und es ist gerade dieser Aspekt, das Individuelle der Maske, der allzu leicht übersehen werden kann, wenn man rein um rein von Stuckköpfen in einem großen Museum wie beispielsweise dem Louvre abschreitet. Also Sie sehen hier so eine große Vitrine, dahinter ist noch eine und noch eine und überall sind Stuckköpfe aufgereiht.
Wie diese Individualisierung allerdings zu starten kam, das heißt, wie genau sich der Aushandlungsprozess zwischen Handwerker und Käufer gestaltete, das ist etwas, das können wir ohne Werkstattkontext wohl nicht mehr nachvollziehen. Theoretisch ist es denkbar, dass es da so Vollfabrikate, dass es fertige Mobilmasten gab oder so halbfertige und da konnte man sich einfach was aussuchen. Ich persönlich glaube aber eher, das lief so, dass man, weil man halt so ein riesiges Spektrum an Variationsmöglichkeiten hat, da habe ich ja nur einen kleinen Ausschnitt gezeigt, und weil das eben relativ leicht war, solche Stücke seriell zu produzieren, relativ schnell, ist es vermutlich eher so gewesen, dass der Käufer hingegangen ist, den hat man verschiedene Modelle gezeigt, eine Gesichtsform, eine Frisurform, eine Schmuckform, was auch immer, und dann konnte man sich da eben was zusammenstellen für seinen Verstorbenen oder vielleicht sogar für seinen eigenen Tod, dann hätte man die noch eine Weile aufbewahrt. Das ist aber nur eine These. Lässt sich, wie gesagt, ohne Werkstattkontext nicht belegen. So, und damit haben wir den ersten großen Schritt gemacht. Das ist der erste Abschnitt meines Schemas gewesen, die Produktion. Jetzt kommen wir zur rituellen Aktivierungsfrage. Auch dafür gibt es einige Informationen, aber auch hier darf ich gleich vorausschicken, das sind vor allen Dingen Daten aus der Analyse von Textquellen, die wir jetzt machen. Wie bereits bei den Werkstätten, da haben wir auch hier keinen architektonischen Kontext, auf den man aufbauen könnte, denn es ist bisher keine einzige kaiserzeitliche Balsamierungsstätte sicher identifiziert worden und auch die wenigen in Frage kommenden Befunde aus der früheren Zeit, der pharaonischen Zeit, sind sehr unsicher. Allerdings kann man die Textquellen bis zu einem gewissen Grad mit dem Erscheinungsbild der Mumienmasken abgleichen und ergänzen, dass die Informationen, die daraus gewonnen werden, das werden Sie noch sehen. So, beispielsweise kann man aus dem Gesamterscheinungsbild der Maskenmumie, also der Maske auf der Mumie, Schlüsse darüber ziehen, ab welchem Zeitpunkt die am Totenritual beteiligt war. Beispiel hier. Alle Mumienmasken sitzen immer auf der äußersten Schicht der Mumie. Das heißt, die Einbalsamierung und Bandagierung muss zu diesem Zeitpunkt bereits weitgehend abgeschlossen gewesen sein. Darüber hinaus kann man zumindest im Falle der unterägyptischen Exemplare davon ausgehen, dass die Aufsetzung der Maske noch im Rahmen der Bandagierungshandlung erfolgt ist, denn da haben die am unteren Rand einen leicht zurückgesetzten Absatz, über den hinweg die Bandagen verlaufen. Das sind diese beiden Beispiele, das hier und das hier. Und Sie sehen den unteren Rand eben nicht, weil die Bandagen darüber verlaufen, die sind mit eingewickelt worden sozusagen. Das heißt also, das war gegen Ende der Bandagierung, aber die letzten Bandagen sind eben noch drum gewickelt worden, nicht irgendwann später aufgesetzt, als die Mumie bereits lange fertig war. Das ist wichtig. Es ist höchst bedauerlich, dass wir nur ungenügend über das Gesamterscheinungsbild der Maskenmumien aus Tuna el-Gebel und Antinopolis informiert sind. Die frühen Ausgräber interessierten sich nur für die Mumiendekoration und sahen keine Schwierigkeit darin, Maske und Mumie voneinander zu trennen, wobei nur erstere in die Sammlung überführt worden ist. Deswegen sehen wir ja auch hier hauptsächlich die Masken und nicht die Mumien. Bei den jüngeren Grabungen besteht dagegen die Schwierigkeit, dass die neu aufgefundenen Maskenmumien in einem sehr, sehr schlechten Erhaltungszustand waren. Also, was Sie sehen hier, ein wirklich schlecht erhaltenes Exemplar. Da kann man kaum noch Aussagen zum Gesamterscheinungsbild machen. Deswegen müssen wir Vergleiche machen. Das geht nicht anders, wie beispielsweise mit den Maskenmumien des 1. Jahrhunderts nach Christus in Meer. Und da hatte man ebenfalls Kastenmasken, aber aus Kartonage. Die sehen Sie hier, ein sehr, sehr gut erhaltenes Exemplar in New York. Und da sehen Sie auch, dass die Maske, also dieser Teil hier, die Kastenmaske, nur ein Bestandteil im Zusammenspiel mit Kartonageapplikationen auf der Mumienumhüllung darstellt. Also wir haben hier diese Kartonagestücke, Osiris, Isis und Neftis beispielsweise und hier ein hieroglyphisches Band. Man darf also wohl davon ausgehen, dass auch hier, wie in Tuna el-Gebel und Antinopolis, die letzten Elemente, wie die Maske, während der letzten Abschnitte des Bandagierungsvorgangs aufgebracht worden sind. Das heißt, noch in der Balsamierungshalle. Und das ist wichtig, weil dieser Umstand zu einigen Textquellen passt, die wohl genau in diesem Zeitraum rezitiert worden sind. Das heißt, beim Abschluss des Balsamierungsvorgangs am Tag vor der eigentlichen Bestattung. Und im Gegensatz zum ersten Teil meines Vortrags handelt es sich jetzt nicht um dokumentarische Texte, also Bestattungskostenlisten, sondern um religiöse Texte, rituelle religiöse Texte. Und ich werde darauf jetzt einmal kurz auf zwei davon eingehen, nämlich Totenbuchspruch 151a und das Balsamierungsritual, der Text des Balsamierungsrituals. Kommen wir zum Totenbuch. Spruch 151 des Totenbuches ist auf Schriftträgern vom Neuen Reich bis zur frühen Kaiserzeit belegt. Hier sehen Sie eine Auflistung aus dem Totenbuchprojekt Bonn.
wobei die Mehrheit der Belege unter der ptolemäischen Herrschaft geschaffen worden ist. Sie sehen diese hohen Balken, ptolemäisch. Seine direkte Bezugnahme auf die Mumienmaske geht aus mehreren Faktoren hervor. Also wollen wir wissen, worauf bezieht sich dieser Spruch. Wichtigster Beleg sind kleine Vignetten, das heißt solche kleinen Bildchen hier, neben dem Text, die eindeutig eine Mumienmaske zeigen, wie sie vor der Kaiserzeit ausgesehen hat. Das ist das, was Ihnen vertrauter ist wahrscheinlich. Außerdem ist dieser Spruch nicht nur auf Papyri, sondern auch auf eine Reihe von ptolemäischen Mumienmasken überliefert. Also der ist auch wirklich da drauf geschrieben worden. Hier ist so ein Spruchband, das um den Kopf herumläuft. Es kann also kein Zweifel darüber bestehen, worauf sich dieser Spruch bezieht. Ich weise deswegen so deutlich darauf hin, weil das aus dem Inhalt des Spruchs gar nicht so einfach ist, genau wie bei den dokumentarischen Texten. Man könnte das nämlich sonst vermuten. Wir haben einmal die Spruchüberschrift in verschiedenen Varianten. Ich zeige jetzt ein paar davon hier. Und da sehen Sie zum Beispiel hier unten diesen Teil, das ist der ausführlichste. Am deutlichsten sind die Texte, die davon sprechen, dass ein Kopf, ägyptisch Tep, auf die Mumie gesetzt werden soll. Das ist hier Tep, da. Und zwar durch den Vorleser- und Balsamierungspriester am Tag des Begräbnisses. Und das sind tatsächlich die letzten Rituale in der Balsamierungshalle vor dem Aufbruch zum Grab. Totenbuchspruch 151a ist also ein Instrument zur rituellen Aktivierung der Mumienmaske, ganz eindeutig, damit diese eine bereits in sich latente magische Wirkung entfalten kann. Und jetzt fragen wir uns natürlich, was ist es für eine Wirkung? Wozu ist es gut? Und das lässt sich aus dem Text relativ gut erschließen. Hier einmal kurz gehe ich das jetzt mit Ihnen durch. Also wir haben hier einmal Spruch für die Mumienmaske, das ist die Überschrift. Dann kommt eine Handlungseinweisung. Es spricht Anubis, der Balsamierer, Gebieter der Gotteshalle, wenn er seine Hände auf den Sarg des NN gelegt und ihn ausgerüstet hat mit dem, was er braucht. Das ist dieser Teil hier und dann kommt, was rezitiert werden soll. Sei gegrüßt, schön gesichtiger, Herr Nefer. Das heißt also, der Mumienmaske wird Schönheit, Vollkommenheit zugewiesen. Dann kommt Herr des Schauens. Das heißt, hier geht es um Sehfähigkeit und das ist ganz eng verknüpft im ägyptischen Vorstellung mit Belebung. Sehen ist gleich Leben sozusagen. Dem Tasokar zusammengefügt und Anubis erhöht hat, dem Schuh Unterstützung gab, schöngesichtiger unter den Göttern. Das heißt also, die Mumienmaske wird sozusagen in ihrer göttlichen Abkunft dargestellt. Dann folgt: Dein rechtes Auge ist die Nachtbarke, dein linkes Auge ist die Tagesbarke und deine Augenbrauen sind die Götterneuenheit. Dein Scheitel ist Anubis, dein Hinterkopf ist Horus, deine Finger sind Thoth, deine Haarlocke ist Tasokar. Was wir hier haben, ist das, was zum Beispiel Aßmann als Gliedervergottung bezeichnet. Das bedeutet, jeder einzelne Bestandteil des Körpers oder der Mumienmaske in diesem Fall wird mit einem Gott gleichgesetzt, um ihn sozusagen rituell in die Götterwelt zu versetzen. Und dann folgt du, Maske wahrscheinlich ist gemeint, stehst vor ein NN, durch dich, NN ist jetzt der jeweilige Verstorbene, durch dich sieht er. Das heißt also, die Maske, auch hier wieder, ist dafür verantwortlich, dass der Verstorbene sehen kann und dadurch auch belebt wird. Du leitest ihn zu den guten Wegen, das heißt also, sie kann auch führen in die Unterwelt. Du schlägst für ihn die Bande des See zurück und wirfst für ihn seine Feinde unter seine Füße vor der großen Neuenheit im großen Fürstenhaus von Heliopolis. Du trittst den guten Weg an vor Horus, dem Herr der Vornehmen. Das heißt also, die Maske ist auch in der Lage, ihn zu unterstützen gegen seine Feinde, denn die Reise durch die Unterwelt ist ja auch keine ungefährliche gewesen. Also Schutz und Rechtfertigung vom Totengericht kommt da jetzt auch noch drin vor. Wir wissen daher also bereits einigermaßen viel über die Funktionen der Maske, die der Maske bei diesem Vorgang zugesprochen worden sind, durch die rituelle Rezitation. Sehr interessant ist daneben aber auch ein Umstand, der eine unerwartete Parallele zu den griechischen dokumentarischen Texten eröffnet, Sie erinnern sich, über die ich bereits gesprochen hatte. Wie dort gibt es im Ägyptischen offenbar kein Wort, das nur die Maske allein bezeichnete. Sie wird konsequent als Tep, das heißt Kopf oder Herr, Gesicht bezeichnet. Und da sieht man hier die Parallelen zum griechischen Prosopon, das bedeutet ja ebenfalls Gesicht. Das ist auch der Grund, warum wir zur Identifizierung des Bezugsgegenstandes von 151a auf weitere Hinweise in Gestalt von den Vignetten beispielsweise oder dem Anbringungsort auf Mumienmasken angewiesen sind, um sicher zu sein, dass auch wirklich das gemeint ist und nichts anderes.
Nun stehen wir aber bei der Anwendung von 151a auf kaiserzeitliche Mumienmasken vor einem methodischen Problem. Denn die Textzeugen des Totenbuchs laufen genau dann aus, als die ersten kaiserzeitlichen Masken produziert worden sind. Man kann also nicht einfach davon ausgehen, automatisch, dass die Funktionen der Mumienmaske, wie sie im Totenbuch genannt werden, auch den kaiserzeitlichen Mumienmasken noch zugesprochen worden sind. Auch dieses Problem lässt sich nicht beheben, aber mit einem methodischen Konstrukt umgehen. Wir können nämlich herausarbeiten, ob diese Funktionsfelder der Mumienmaske im Totenbuch, das heißt Sehfähigkeit, Belebung, Schönheit und Vollkommenheit und Vergöttlichung, auch bei kaiserzeitlichen Ritualtexten noch zum Tragen gekommen sind. Was darauf hinweisen würde, dass die ihr zugesprochene Funktion unverändert blieben, dass sie also weiterhin in der Lage war, zu beleben, den Verstorbenen sehen zu machen, ihm Schönheit und Vollkommenheit zu bringen und ihn zu vergöttlichen. Einer der wichtigsten Textzeugen, die dabei im Rahmen der Balsamierung und Bandagierung eindeutig während der Kaiserzeit zur Anwendung gekommen sind, das ist das Balsamierungsritual, der Text des Balsamierungsrituals. Dazu seine Töpfer in jüngster Zeit sehr, sehr sorgfältig den Text neu vorgelegt, sodass wir aus ihren Erkenntnissen schöpfen können. Sie hat herausgearbeitet, dass der Text des Balsamierungsrituals vom späten 1. Jahrhundert nach bis zum frühen 2. Jahrhundert nach Christus belegt ist, also eindeutig der Zeitraum, den wir brauchen. Außerdem wurde er aufgrund struktureller und thematischer Übereinstimmung mit dem Sargtextkorpus des Mittleren Reiches wahrscheinlich während des sogenannten Stundenwachen in der Nacht vor dem Bestattungsvorgang rezitiert, also in der Balsamierungshalle, bevor die morgens aufgebrochen sind zum Grab. So bereits Martin Stadler hat in seiner Untersuchung zu ptolemäischen Mumienmasken herausgearbeitet, dass im Balsamierungsritual mehrere Textstellen mit der Wortstellung Nefer Herr oder Herr Nefer spielen. Das bedeutet schön oder vollkommen ein Gesicht oder schönes Gesicht. Und das kennen wir ja schon, hatte ich gerade erwähnt. Das sind genau diese Bezeichnungen der Mumienmaske bei Totenbuchspruch 151a. Das ist all das, was ich hier in Fett gedruckt habe. Also das ist bei 151a, schöngesichtiger Herr des Schauens, schöngesichtiger unter den Göttern. Und dann haben wir hier Hato mit dem schönen Gesicht. Sie lässt dein Gesicht schön sein unter den Göttern. Sie öffnet dein Auge beim täglichen Sehen. Dennoch können wir wohl nicht einfach davon ausgehen, dass diese Wendungen direkt mit Mumienmaske übersetzt werden können. Also Stadler schreibt da konsequent Totenmaske. Ich glaube das nicht. Ich würde eher der Übersetzung von Frau Töpfer vertrauen, wo schönes Gesicht einfach nur steht, also wörtlich genommen das Ganze. Denn wenn Töpfer recht hat, dann fand die Rezitation dieses Textes zu einem Zeitpunkt statt, als die Maske bereits auf der Mumie angebracht war. Das heißt, der Text richtet sich auf das Gesamtergebnis, nämlich den Kopf der maskierten Mumie, die Maskenmumie. Sofern es eine Maske gab natürlich. Es geht hier also um den Kopf des Maskenwesens, dem aber interessanterweise dieselben Aspekte wie in Totenbuchspruch 151a zugewiesen werden, nämlich Sehfähigkeit und Belebung, Schönheit und Vollkommenheit und Vergöttlichung. So, wenn das so ist, dann fragen wir uns jetzt folgerichtig, was ist denn dann aber dann der Beitrag der Mumienmaske zu diesem Ergebnis, zu diesen Funktionen? Um das zu beantworten, gucken wir uns jetzt nochmal das Erscheinungsbild der Maske an. Und das werde ich auch wieder am Beispiel der Münchner Sammlung tun. Im Gegensatz zu dem, was vor ca. 50 Jahren Günther Grimm postuliert hat, der hat sich als letzter mit dieser Gattung beschäftigt, bevor ich das getan habe, zumindest ausführlich, sind mir keine kaiserzeitlichen Mumienmasken bekannt, deren Augen geschlossen sind, so als schliefen die Toten. Das hat er nämlich behauptet. Ich bin der Ansicht, dass das kein Zufall ist, denn die Vorstellung des Todes als ewigen Schlaf ist etwas, das eher griechische als ägyptische Jenseitsvorstellungen charakterisiert. Im Gegenteil. Finden sich bei den Mumienmasken eine ganze Reihe von Techniken der Augenangabe, die auf eine möglichst lebensnahe Ausgestaltung der Sehfähigkeit abzielen. Also die betont das richtig. Ich habe hier drei verschiedene Optionen zur Augendarstellung zusammengestellt, die alle drei in der Münchner Sammlung auch vertreten sind. Das heißt, die können Sie sich alle in der Ausstellung anschauen. Wir haben einmal ausmodellierte und farbig gefasste Augen. Das ist das hier oder bei diesem Beispiel in München. Augen, die mit opakem Glas oder Stein eingesetzt worden sind, das wäre dieses Beispiel, oder hier sogar mit eingesetzten Lidrändern. Und dann als drittes, das hier ist aus einem anderen Gebiet, deswegen ignorieren wir das jetzt gerade. Wir haben auch noch Augen, das sind so durchsichtige Glasplättchen, die man von der Innenseite mit weißer und schwarzer Farbe bemalt hat. Das heißt, was Sie hier sehen, ist aufgemalt. Und auch dieses Beispiel haben wir in München. Insbesondere die beiden letzten Typen, also Glas- und Steinaugen, verleihen der Maske einen besonders lebendigen und eindringlichen Blick,
dass sie durch das Material, Glas oder Stein, die Feuchtigkeit des organischen Glaskörpers wiedergeben können, indem sich das Licht spiegelt. Dieser hohe Aufwand, der bei der Ausformung der Augen in einer kaiserzeitlichen Mumienmaske betrieben wurde und ihre oft überproportionale Größe, also sehen Sie hier beispielsweise ganz gut, aber teilweise auch bei solchen Mumienmasken, lassen sich daher sehr gut mit der Betonung der Sehfähigkeit, das heißt der Belebung des Verstorbenen in Totenbuch und Balsamierungsritual in Einklang bringen. Dasselbe gilt für die Schönheit oder besser Vollkommenheit des Körpers. Mir sind nur eine ganz, ganz, ganz verschwindend geringe Menge an Mumienmasken bekannt, die möglicherweise mithilfe von Formen hergestellt worden sind, die direkt vom Gesicht eines Toten abgenommen worden sind. Das ist das, was man normalerweise als Totenmaske bezeichnet, also wenn der Leichnam selbst abgeformt wird. Beispielsweise gibt es hier ein Exemplar im Louvre. Das ist eindeutig eine Mumienmaske, aber die sieht völlig anders aus als alle anderen. Die Haut der Verstorbenen ist schlaff. Der Mund steht ein wenig offen. Man sieht ja auch, wie sich die Wangen hier so richtig durchdrücken. Und die Augen weisen im Verhältnis zum Rest des Gesichts natürliche Proportionen auf. Vergleicht man das dann mit Stücken der Münchner Sammlung, und die sind in dieser Hinsicht völlig typisch für die gesamte Gattung, so zeigt sich ein deutlicher Unterschied bei diesen beiden. Die Haut ist straff und glatt, meist mit lebensnaher Farbgebung. Der Mund ist geschlossen, die Augen zumeist groß und weit geöffnet. Ganz offensichtlich mussten hier individuelle Kennzeichen hinter der Darstellung eines vollkommenen, das heißt funktionstüchtigen Körpers zurückstehen, dem Mängel völlig fremd waren, was auch Alterskennzeichen beispielsweise mit einschließt. Bleibt doch die Frage der Vergöttlichung, also die dritte Funktion. Vergleicht man kaiserzeitliche mit ptolemäischen Mumienmasken oder pharaonischen, wenn Sie wollen, so zeigt sich im Erscheinungsbild des Verstorbenen einige gravierende Unterschiede. Auf die werde ich aber im letzten Teil meines Vortrags noch mal kurz eingehen. Nichtsdestotrotz haben sich auch einige Elemente bis in die Kaiserzeit hinein gehalten, wie ich hervorheben möchte. Das gilt beispielsweise für die Ihnen wahrscheinlich bekannte Kombination aus dreiteiliger Perücke und Wässerhalskragen bei Männerdarstellungen. Also hier sehen Sie die Perückenstreifen bei einer ptolemäischen Maske und der Halskragen, der ganz typische, zwischen den Perückenlappen. Und das ist jetzt in München nicht mehr erhalten, aber immerhin die Perückenstreifen. Und hier sehen Sie ein besser erhaltenes Stück und da sehen Sie auch, dass der Wässerhalskragen noch da war in der Kaiserzeit. In beiden Fällen handelt es sich aber tatsächlich um einen Betrachtbestandteil, die in der Kaiserzeit nicht mehr im realen Leben getragen worden sind. Also die sind nicht so rumgelaufen auf der Straße, sondern das war etwas, das eng mit der Götterikonografie verknüpft war. Und hier habe ich einfach völlig willkürlich einfach mal ein Beispiel vom Tempel in Philae ausgewählt, Horus, und Sie sehen hier die dreiteilige Perücke. Und wenn Sie ganz genau hinschauen würden, würden Sie auch den Wässerhalskragen sehen. Also das ist Götterikonografie. Dasselbe kann man im Hinblick auf die Gesichtsvergoldung einiger Mumienmasken sagen. Und auch davon haben wir bei den Münchner Stücken so ein paar geringe Spuren. Sie sehen hier diese roten Flecken auf dem Gesicht der Münchner Maske. Das ist die Untergrundschicht für eine Vergoldung. Das nennt man Bolus, roter Bolus. Das kann man vergleichen beispielsweise mit diesem Stück in Eton. Da, wo das Gold abgerieben ist, sehen Sie die rote Schicht und drunter kommt dann der Stuck vor. Also man muss sich das Gesicht dieser Dame hier vollständig vergoldet vorstellen, ursprünglich. Und es handelt sich hierbei sicher nicht nur um einen ökonomischen Statushinweis. Also einfach nicht nur sagen, dass die Frau sehr reich war, sondern zahlreiche Texte auf vorrömischen und kaiserzeitlichen Papyri nehmen Bezug auf die belebende und bewahrende Kraft des Goldes. Das hängt einerseits damit zusammen, dass Gold als nicht korrodierende Material verstetigend, also dauerhaft machende Eigenschaften zugeschrieben worden sind. Die Götter waren ewige Wesen, dauerhafte Wesen, so dauerhaft wie ihre Haut, die aus Gold gemacht war. Mithilfe der Vergoldung der Mumienmaske konnten diese göttlichen Eigenschaften somit auf den Verstorbenen übertragen werden. Funktion 1. Und dasselbe gilt auch für die zweite Eigenschaft des Goldes, das reflektiert nämlich die belebenden Strahlen des Sonnengottes. Das heißt also, hier haben wir auch wieder eine Angleichung an das göttliche Erscheinungsbild und eine magische Funktion der Mumienmaske. Die konnten allerdings auch noch mithilfe eines dritten Elementes bei der Vergöttlichung unterstützen. Und hier ist die Rede vom sogenannten Dekorationsprogramm. Dabei handelt es sich um den Bestandteil der Mumienmaske, der bisher in der Forschung die geringste Aufmerksamkeit bekommen hat, weil man eben nur die Köpfe hat. Das liegt nämlich an der Erhaltungslage, denn die Flächen mit dem Dekorationsprogramm sind üblicherweise auf den unteren Bereichen der Mumienmaske angebracht gewesen. Das heißt entweder den Perückenlappen, wie bei den ptolemäischen Masken, oder auf diesen Paneelen bei Kastenmasken am Hinterkopf bzw. um den Kopf herum. Also genau diese Bereiche hier.
und davon zeugen im Falle einer ausschließlichen Erhaltung als Kopffragment nur noch ganz, ganz geringe Reste, die häufig übersehen worden sind. Auch bei der Münchner Sammlung haben wir Kopffragmente und man kann ab und zu Reste dieses Dekorationsprogramms nachweisen. Wir haben hier beispielsweise die Mumienmaske eines jungen Mannes, der Hinterkopf davon. Und da sehen Sie die leider sehr schlecht erhaltene Darstellung eines Vogels, wahrscheinlich eines Falkens oder eines Geiers. Dieser Vogel ist nach ägyptischer Vorstellung ganz eng mit solarer Thematik verknüpft. Das heißt, da schlägt man einen Bogen im Dekorationsprogramm auf eine von zwei gleichzeitig existierenden Jenseitsvorstellungen, nämlich der sich zyklisch erneuernde Sonnengott. Der geht ja jede Nacht ein in die Unterwelt, stirbt sozusagen und wird jeden Morgen neu wieder geboren. Das heißt also ein ewiger zyklischer Wiedergeburtskreislauf, an dem der Verstorbene teilhaben möchte. Dasselbe gilt für die andere Jenseitsvorstellung, die auf besser erhaltenen Mumienmasken ebenfalls anzutreffen ist. Das kennen Sie vielleicht auch eher. Hier sieht man häufig Akteure aus dem Umkreis des Osiris und seines Mythos. Zum Beispiel eine Balsamierungsszene mit Anubis, Isis und Neftis. Leider auch nicht so toll erhalten, aber immerhin vollständig. Also wir haben hier eine Mumie auf einem Bett. Anubis ist dahinter, Isis und Neftis. Hier ein bisschen besser vielleicht zu erkennen, die Mumie. Hier sieht man das Fußteil auf einem Bett. Und Isis oder Neftis, die ihn betrauert. Das heißt, der Verstorbene wird hier mumifiziert, bildlich, durch Anubis und durch die Klagen von Isis und Neftis wiederbelebt, sodass er wieder auferstehen kann und sich dem Osiris in der Unterwelt anschließen kann. So etwas Ähnliches war ganz sicher auch bei der Münchner Maske hier, die ist ganz typisch dafür, im Nacken dargestellt, aber den Teil haben wir leider einfach nicht mehr. Vielleicht, wenn man da noch ein paar Infrarotuntersuchungen macht, vielleicht würde man davon noch was sehen, aber mit bloßem Auge ist leider nichts mehr zu erkennen. Oh, das war weiter unten, ist einfach verloren. Das heißt, mithilfe dieser Bilder leisteten die Mumienmasken also nach wie vor, auch in der Kaiserzeit, noch einen wichtigen Beitrag zur Vergöttlichung des Verstorbenen. Mithilfe eines Bildzaubers, das heißt, das Schicksal des Verstorbenen wurde in Analogie zum Schicksal der göttlichen Protagonisten gesetzt. Sonnenlauf, er möchte am Sonnenlauf teilnehmen, wie der Sonnengott und sich zyklisch erneuern, oder er möchte wieder auferstehen durch die Mumifizierung durch Anubis und beweint von Isis und Neftis. Wir können also konstatieren, dass die Mumienmaske zur Kaiserzeit keine der magischen Funktionen verloren zu haben scheint, die ihr auch in vorrömischer Zeit zugekommen sind. Das heißt Sehfähigkeit und Belebung, Schönheit und Vollkommenheit und Vergöttlichung. Diese Eigenschaften sind bereits bei der Herstellung, denn die mussten sich ja überlegen, wie sie die aussehen lassen wollten, ins Erscheinungsbild eingeschrieben worden und wurden dann gegen Ende oder nach Abschluss des Balsamierungsprozesses während der Stundenwachen mithilfe ritueller Rezitationen aktiviert, wie beispielsweise durch den Text des Balsamierungsrituals. Mit Blick auf den Ablauf des Totenrituals schließt sich aber nun die Frage an, ob sich der Beitrag der Mumienmaske darauf beschränkte. Also die ist aufgesetzt worden, sie hat die Funktion ausgeübt, das war's. Denn sie war ab diesem Zeitpunkt ein integrativer Bestandteil der Mumie und wurde mit ihr ins Grab gegeben. Und damit komme ich nun zum dritten und letzten Abschnitt meines Vortrags, der Mumienmaske im Grabzusammenhang. Ich darf gleich vorausschicken, dass wir jetzt, im Gegensatz zu den beiden anderen Abschnitten, so gut wie ausschließlich an den archäologischen Befund und das Maskenerscheinungsbild darauf angewiesen sind. Es gibt zwar Textquellen, die wohl auch im regelmäßig wiederkehrenden Totenkult rezitiert worden sind, die sind für die aktuelle Fragestellung allerdings nur von begrenzter Aussagekraft. Deswegen gucken wir uns vor allem, wie gesagt, den Befund und das ikonografische Erscheinungsbild nochmal an. Nachdem der Bestattungszug, also die Balsamierungshalle, verlassen hatte, wo auch immer die jetzt lag, das wissen wir nicht, erfolgte die Grablege und im Anschluss daran der Totenkult. Dabei wurde durchaus ganz unterschiedlich mit den Mumienmasken verfahren, je nachdem, in welchem Teil Ägyptens man sich befand. Da wir das Leben der Mumienmaske aber bisher vor allem anhand von der Münchner Sammlung nachvollzogen haben, möchte ich dabei bleiben und auf zwei Kontexte aus Mittelägypten kurz eingehen, damit Sie einen Eindruck davon bekommen. Dabei handelt es sich um eben die beiden Fundorte, die die Hauptfundorte der Tuna el-Gebel Antinoples Werkstattgruppen darstellen. Das heißt, von hier stammen mit allergrößter Wahrscheinlichkeit die Münchner Stücke. Sicher kann ich es nicht sagen, aber es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Der erste Kontext, Grab TG 2006-G6 in Tuna el-Gebel, ist Ihnen vielleicht bereits vertraut, da vom Joint Project der Universitäten Kairo und München ausgegraben worden ist. Entdeckt bereits 2004 und systematisch freigelegt 2009, kann er also beispielhaft dafür stehen, welche Informationen über die räumliche Einbettung der Mumienmasken
aus einem sorgfältig dokumentierten Grabzusammenhang gewonnen werden können. Also hier nochmal, damit Sie sehen, wo wir uns befinden, mit Ägypten, Tuna-el-Gebel, Antinopolis, also sehr nah beieinander. Und hier nochmal die Herkunft, die meisten aus Tuna-el-Gebel und Antinopolis, diese Stuckmasken. An der Karte können Sie das sehen, dass das Gebiet von Tuna-el-Gebel, das ist jetzt hier, diese Karte, ich werde es gleich nochmal kurz erläutern, sich durch mehrere Siedlungen auszeichnet, ein ausgedehnte Tempelareale, Tiergalerien und ein größeres Nekropolengebiet, die sogenannte Pedosiris-Nekropole. Also wir haben hier zum Beispiel einen Tempel, hier unten haben wir auch einen Tempel, da ist noch ein Tempel, da oben ist auch noch eine Siedlung. Hier haben wir Turmhäuser entlang einer Prozessionsachse, der Komeloli ebenfalls mit einer Besiedlung. Und das, was hier grün ist, das ist das große Nekropolengebiet. Hier oben haben wir noch die Tiergalerien. Gleichzeitig gibt es eine Vorstellung davon, wie viel uns durch frühere Raubgrabungen oder undokumentierte Altgrabungen entgangen ist. Denn obwohl bislang nur ca. 10% der Nekropole systematisch freigelegt worden sind, stammen von dort immerhin 93 Stuckmassenköpfe und 100 weitere Fragmente. Und das sind nur die, die ich sicher zuweisen kann. Ja, also Sie sehen hier nochmal eine geophysikalische Untersuchung aus dem Projekt des Landesmuseums von Hannover. Wir sehen hier diese freien Flächen. Das sind die, die wir tatsächlich systematisch ausgegraben haben, die bereits stehen. Also da konnte man natürlich keine Geophysik machen. Das ist dieser kleine Bereich hier. Und Sie sehen all die Flecken, die grauen hier ringsherum. Das sind weitere Befunde, die man durch die Geophysik nachweisen kann. Also Sie sehen, wie viel wir quasi noch nicht wissen. Aber wir wissen immerhin schon ein bisschen was. Denn im Zuge der Untersuchung durch das Joint Project wurde entlang der Prozessionsachse vom Kom Eloli zum Tempel des Osiris Pavian ein kleines Grabkonglomerat entdeckt. Das heißt also die Prozessionsachse, der Kom Eloli, der Tempel und hier dieser kleine grüne Fleck, das sind diese paar Gräber hier. Es handelt sich dabei um ein Tempelgrab, das ist dieses hier, tempelförmig, ganz typisch für die ptolemäische Zeit. Dann haben wir ein kaiserzeitliches Hausgrab, das ist das hier, und ein kaiserzeitliches Pyramidengrab, das ist das hier. Die letzteren beiden, das ist besonders interessant, waren bei der Auffindung unberaubt, also quasi so erhalten, wie sie verlassen worden sind. Und neben vielen Bestattungen und Objekten gab es dabei jeweils auch eine Maskenmumie. Da das Hausgrab TG 2006 G6 allerdings typischer für die kaiserzeitliche Grabarchitektur in Tuna-el-Gebel ist, werde ich mich jetzt nur darauf konzentrieren. Also das ist das hier. Es handelt sich dabei um eine aus Lehmziegeln aufgemauerte Struktur, in die in drei Räume untergliedert ist, wobei sich vor dem ursprünglich mit einer Tür verschließbaren Eingang ein großer Altar befindet. Also wir haben hier die drei Räume, der Altar und hier ist der Eingang. Die einzelnen Räume des Grabes sind mit Girlandendekorationen geschmückt. Das sieht man ganz entfernt hier an der Seite. Und der dritte rückwärtige Raum hat an der Stirnseite einen Weinstock. Das sieht man wahrscheinlich nicht mehr so gut, weil es ein bisschen dunkel ist. Hier fanden die Ausgräber eine auffällige tricliniumsartige Bankkonstellation. Also das sind diese drei Bänke hier, das nennt man Triclinium, wie sie für Banketträume typisch ist und außerdem zahlreiche Scherben von Ess- und Trinkgeschirr. Bestattungen wurden vorrangig in den ersten zwei Räumen vorgenommen, also vor allen Dingen diesen beiden hier. Und die Mumien wurden dabei unter anderem auf oder in aufgemauerten Bänken niedergelegt, also das sehen Sie hier beispielsweise sehr schön. Aber es stand in Raum 1 wohl auch ein hölzernes Totenbett, das eben nur in Fragmenten erhalten ist. Und das darf man sich wohl in etwa so ähnlich wie das aus dem benachbarten Pyramidengrab vorstellen. Das hat Patrick Brose sehr schön rekonstruiert hier. Also so etwa darf man sich das auch vorstellen. Neben diesen aufgebahrten Toten wurden einige Mumien aber auch auf dem Boden einfach abgelegt, teilweise mit einer Brettunterlage. Sie sehen hier auch einfach welche, die ohne Bank auf dem Boden liegen. Und dazu gehört auch die einzige Maskenmumie einer Frau an der Wand westlich des Zugangs zu Raum 3. Das ist das hier, dieses dunkle Eingetragene. Es kann allerdings vermutet werden, dass diese Mumie ursprünglich an anderer Stelle lag, vielleicht auf einer der Bänke. Denn, wie Melanie Flossmann-Schütze, die derzeitige Leiterin des Joint Projects, festgestellt hat, war die Mumie bei der Auffindung in der Mitte durchgebrochen. Das könnte bei der Verlagerung passiert sein, denn das Grab würde über einen sehr, sehr langen Zeitraum benutzt, 1. bis 3. Jahrhundert nach Christus, immer wieder für Bestattungen, sodass neue Mumien hinzugekommen sind und alte umgelagert worden sind. Die Mumienmaske selbst gehört zum kastenförmigen Typus. Die ist leider jetzt sehr stark zerschärbt, aber Sie dürfen mir ungefähr glauben, das ist der Kopf. Hier haben wir das Brustpanel und hier haben wir diese Kopfpaneele, die um den Kopf herum ansetzen. Das hier ist die Schulter der Mumie, die dann da
sitzt. Das heißt, das ist ein Produkt der Thuna Egebel Antinopoulos Werkstatt Gruppe 1 und aufgrund der Ikonografie, vor allen Dingen der Frisur, die ist ganz typisch für römische Mode, ist die in flavischer bis hadrianischer Zeit entstanden, das heißt übersetzt zweite Hälfte des 1. Jahrhunderts nach Christus oder erste Hälfte des 2. Jahrhunderts nach Christus. So, was besagt dieser Kontext also jetzt im Hinblick auf die Verortung der Mumienmasken bzw. Maskenmumien im Grabzusammenhang? Wir können hier gleich mehrere Schlussfolgerungen ziehen, deswegen ist dieser Befund so interessant. Zum einen verweist der Altar vor dem Grab, also hier, auf den Vollzug von Opfern im Rahmen von Bestattungsritual und Totenkult. Zum Beispiel vielleicht, dass die Mumie dort der sogenannten Mundöffnung unterzogen worden sein könnte, bevor sie dann ins Grab gebracht worden ist. Aber auch die Grabräumlichkeiten blieben betretbar. Das ist ganz wichtig. Das ist einfach nur eine Tür, das heißt, die kann man auf und zu machen. Das wurde nicht zugemauert. Und die Räume wurden höchstwahrscheinlich auch regelmäßig benutzt für weitere Ritualhandlungen. Dieses Grab ist insofern ungewöhnlich, da wir hier einen eigenen Bankettraum haben, also dieser Raum 3, wie das sonst in der Nekropole selten ist. Die hohe Zahl von Keramikfunden und der gemalte Weinstock lassen vermuten, dass die Trink- und Essgelage, die hier stattfanden, nicht nur ganz sporadisch, sondern relativ regelmäßig vorgekommen sind. Auch hier zeigt sich der Umstand, dass man in direkter Nähe zu den Toten rituelle Handlungen ausgeführt hat. Dieses Bild aus Thuna Egebel lässt sich nun durch einen zweiten, ebenfalls sehr sorgfältig dokumentierten Grabzusammenhang ergänzen. In dem Fall handelt es sich um ein Grab aus der Nekropole der antiken Stadt Antinopolis, nicht weit von Thuna Egebel entfernt, auf der anderen Seite des Nil. Also nochmal, Thuna Egebel hier, Antinopolis da. Hier ist die Forschungs- und Dokumentationssituation noch sehr viel schlechter als im Falle von Thuna Egebel, da es dort ausgedehnte Raubgrabungen gab und moderne Überbauung sehr viel zerstört hat. Außerdem haben wir Altgrabungen durch Albert Gayet, die nach wie vor völlig unpubliziert sind, also sind wir absolut wie unpubliziert. Und das macht es ganz, ganz schwierig, zumindest bis in jüngere Zeit, die Situation überhaupt einzuschätzen. Also wie viel gab es da überhaupt? Glücklicherweise verfügen wir aber mittlerweile über die ersten Vorberichte der Ausgrabung der Università degli Studi di Firenze in Antinopolis, denen es 2012, also auch relativ frisch noch, gelungen ist, mehrere kaiserzeitliche Grabstrukturen zu lokalisieren, zu denen unter anderem auch eine mit Maskenfragmenten gehörte. So, und die haben beispielsweise schon mal überhaupt rausgefunden, was super gut ist, wo diese Nekropolen lag, oder beziehungsweise eine wenigstens von diesen kaiserzeitlichen Nekropolen, denn das war auch völlig unklar. Wir haben hier nördlich von Antinopolis, das ist das Stadtareal, hier ein Hippodrom, dieses Nekropolengebiet, das bis in die Wadis hineinreichte. Auch hier haben wir geophysikalische Untersuchungen der University of Southampton und die zeigen, dass es ein sehr ausgedehntes Nekropolenareal ist. Also Sie sehen, das alles, das ist diese geophysikalische Untersuchung. Das ist jetzt nur ein Ausschnitt davon. All diese schönen Strukturen hier, das gehört alles zur Nekropole. Hier eingekesselt das Grab, was wir uns gleich anschauen werden. Das heißt, diese Nekropole könnte durchaus mit der Nekropole von Thuna Egebel nicht direkt vergleichbar, aber doch ebenfalls substanziell sein, auch wenn die ganz, ganz, ganz viel schlechter erhalten ist. Und dazu gehört auch das bereits erwähnte Grab mit den Maskenfunden, von dem sich nur die Grundrissmauern erhalten haben. Auch dieses Grab war aus Lehmziegeln aufgemauert und hatte eine hausartige Gestalt. Alle Räume waren in den Raum A angeordnet, das ist dieser hier. Und der war wahrscheinlich nach oben offen, weil man da keine Spuren einer Überdachung gefunden hat, im Gegensatz zu den anderen Räumen. Auch diese Wände waren verputzt und bemalt, aber der Gegenstand der Bemalung ist ganz schlecht nachzuvollziehen, weil es eben so fragmentarisch ist. Der Zugang erfolgte im Süden durch eine Kalksteinschwelle und eine Tür. Also auch hier wieder ein Türzugang. In Raum C, der später hinzugefügt worden ist, konnte ein Herd nachgewiesen werden, also ein Kochherd, da. Da das Grab bei der Auffindung bereits beraubt war, im Gegensatz zu dem Befund in Thuna Egebel, ist die genaue Zahl der Bestattungen und ihre Beigaben sehr schwer zu schätzen. Die erhaltenen Fragmente sind aber dennoch recht aussagekräftig. Die meisten Bestattungsreste lagen in Raum B, also dieser hier. Und da haben wir mindestens zwei Frauen und eine Männermaske und eine Kindermaske gefunden. Hier einmal, also ganz fragmentarisch, eine Männermaske, ein Fragment einer Frauenmaske. Und die gehören sowohl zum Typus der Kasten wie zum Typus der Zungenmasken. Das hier ist so ein Panel, wahrscheinlich ein Seitenpanel von der Kastenmaske. Und hier haben wir die Rückseite einer Zungenmaske, also der Nackenbereich ist das, da sitzt der Kopf hier oben drauf.
und datiert werden können die, Moment, das war eins zu viel, in hadrianische bis antoninische Zeit, das heißt in das 2. Jahrhundert nach Christus. Außerdem, auch sehr interessant, gehört zum Grabinventar Fragmente eines hölzernen Totenbettes, vielleicht auch so ähnlich wie das in Turner Gäbel, und ein kleiner tragbarer Hörneraltar, das ist dieses hier, sowie Scherben von Trink- und Essgeschirr. So fragmentarisch dieses Bild auch ist, es kann uns trotzdem weitere wertvolle Informationen geben, die den Befund in Turner Gäbel ergänzen. Wie dort scheinen zumindest einige der Toten aufgebahrt gewesen sein auf diesen Betten. Und wie in Turner Gäbel fanden offenbar Bankette im Grab statt, denn die Anlage blieb durch die Verwendung von Türen weiterhin zugänglich. Der Herd in Raum C bezeugt zweifellos die Zubereitung von Nahrungsmitteln für Bestattungsritual und Totenkult, die nach dem Ess- und Trinkgeschirr zu urteilen im Grab abgehalten worden sind. Außerdem weist der tragbare Altar, und das ist nicht nur hier, das gibt es auch in anderen Gebieten, auf die Option von Opferhandlungen in direkter Nähe zu den Toten, das heißt von Angesicht zu Angesicht mit ihnen hin. So, betrachtet man jetzt beide Befunde, die Hausgräber in Turner Gäbel und Antinopolis zusammen, so haben wir ein ganz, ganz aufschlussreiches Bild zur Frage der kontextuellen Einbettung der Maskenmumien. Offenbar waren sie sowohl Adressat von Opferriten, also die wurden für sie ausgeführt, als auch Teilnehmer an Banketten im Grabzusammenhang. In beiden Fällen machte man sich die Mühe, sie so sichtbar wie möglich zu inszenieren, indem man sie auf Bänken oder Betten aufbahrte. Dies unter Umstand, dass im Gegensatz zur vorrömischen Zeit auf einen Sarg oder Sarkophag, wie sie es gewohnt sind, verzichtet worden ist, verweist auf einen klar visuellen Aspekt der Mastmumien, der offenbar in früherer Zeit nicht oder zumindest weniger ausgeprägt zum Tragen kam, als die Mumien noch in unterirdischen Gängen bestattet worden sind. Das ist ja, was sie eigentlich kennen. Dann bringt man die ein in den Schacht, der wird zugemauert und man sieht sie nicht mehr. Und außerdem liegen sie im Sarg. Und das ist einfach alles nicht mehr der Fall. Es stellt sich also folgerichtig die Frage, welchen Beitrag die Mumienmasken in visueller Hinsicht, also warum wollte man die sehen, zu Bestattungsritual und Totenkult im Grabzusammenhang leisten konnte. Und das bringt mich zurück zu dem äußeren Erscheinungsbild, das ist jetzt der letzte Blick, den wir drauf werfen, nämlich auch im Hinblick auf den Lebensabschnitt der Maske. Diesen hier können wir da weitere interessante Informationen entnehmen. Ich hatte bereits darauf hingewiesen, dass kaiserzeitliche Mumienmasken im Gegensatz zu ihren Vorläufern nur noch bestimmte Aspekte des göttlichen Erscheinungsbilds aufweisen, also die dreiteilige Perücke und der Wessachhalskragen. Alle anderen Bestandteile ihrer Tracht spiegeln dagegen reale Tragegewohnheiten wider. Und das kann man auch anhand der Münchner Sammlung deutlich zeigen. Der Vergleich mit einem Stück in Wien, das einfach besser erhalten ist, aber so ungefähr darf man diese hier sich auch vorstellen, zeigt, wie die Münchner Maske zu ergänzen ist, nämlich gekleidet in eine römische Tunika mit Clavi, das sind diese beiden Verzierungsstreifen hier. Und solche Kleidungsstücke sind auch tatsächlich in Realexemplaren aus Ägypten überliefert, also die hat man auch tatsächlich getragen, selbst wenn das jetzt später antik ist. Dasselbe zeigt sich im Falle der Frauenmasken. Sie verzichten außerdem auf Perücke und Wessachhalskragen, aber sie haben auch hier diese Tunika, das sehen Sie wahrscheinlich jetzt nicht mehr so gut, hier laufen auch die Clavi, also die Verzierungsstreifen entlang. Und statt einer Perücke haben die jetzt einen Mantel um die Schultern, das ist dieser Teil hier, und sie tragen zeitgenössischen Schmuck. Hier ein Beispiel, wir haben hier diesen Traubenohrring und hier nochmal in der Vergrößerung, solche Exemplare hat man auch tatsächlich in Ägypten gefunden, also das sind reale Trachtelemente. Wir stellen demnach fest, dass kaiserzeitliche Mumienmasken ein deutlich lebenswertiges Bild des oder der Toten transportieren, also nicht nur das Götterbildliche, das stark von Moden geprägt war, die im gesamten Mittelmeerraum vorherrschten. Das sind nicht Elemente, die nur auf Ägypten beschränkt waren. Tuniken und mit Clavi und diesen Schmuck hat man im ganzen Römischen Reich getragen. Aus der Tatsache, dass Kleidung und Schmuck kostbar verzierte oder aus Edelmetallen bestehende Realexemplare meinen bzw. wiedergeben, lässt sich auch ein Anspruch auf einen hohen ökonomischen Status als Mitglied einer Elite des Römischen Reiches ableiten. Also die wollten sich als Elitemitglied repräsentieren. Eine solche Repräsentationsfunktion ergibt aber natürlich nur Sinn, wenn diese Repräsentation auf ein menschliches Publikum gerichtet war. Also man muss sich mal fragen, wer sollte das denn sehen? Hierin ist wohl einer der Gründe zu sehen, warum man kaiserzeitliche Masken Mumien nicht in unterirdischen Gängen oder Kammern verbarg, sondern auf Betten oder Bänken inszenierte, nämlich weil sie gesehen werden sollten, damit der lebensweltliche Repräsentationsanspruch der Verstorbenen zur Kenntnis genommen werden konnte. Und tatsächlich geht das sogar noch weiter. Es ist nicht nur einfach Repräsentation.
Die Masken sollten nicht nur gesehen werden, also das kann man vergleichen mit Porträtdarstellungen in anderen Gebieten des Römischen Reiches. Hier haben wir Gräber zum Beispiel aus Rom mit Porträtdarstellungen oder hier in Palmyra auch da Porträtdarstellungen. Aber in Ägypten geht es noch weiter. Die wollten tatsächlich auch Augenkontakt herstellen mit den lebensweltlichen, also den lebendigen Grabbesuchern. Ich habe bereits im ersten Teil meines Vortrags darauf hingewiesen, wie viel Sorgfalt auf die Darstellung der Augen verwendet worden ist. Tatsächlich wirken sie durch ihren Glanz nicht nur besonders lebendig, es lässt sich im Falle der transparenten Glasplättchen auch beobachten, dass diese absichtlich angekippt worden sind, sodass die Maske bzw. das Maskenwesen bei liegender Positionierung der Mumie auf einer Bank oder einem Holzbett den Blick des Grabbesuchers erwidern konnte. Also die waren so angekippt, wenn man sich das jetzt noch in einem steileren Winkel vorstellt, dass man denen direkt in die Augen schauen konnte. Und das ist eben bewerkstelligt durch diese schräg eingesetzten Glasplättchen mit den vorkragenden Lidern, die so gehalten werden. Dieser Aspekt war offensichtlich derart wichtig, dass man im Verlauf der Zeit sogar eine räumliche Distanz zwischen dem Mumienkopf und der Maske in Kauf nahm, um diesen visuellen Austausch zwischen Lebenden und Toten zu fördern. Das kann man sehr eindrücklich daran beobachten, dass der Kopf der Mumie, der Mumienmaske, im Verlauf der Jahrhunderte immer stärker aus der Horizontalen des Brustpanels angehoben wurde, bis er beinahe im 90-Grad-Winkel aufragte. Hier der Vergleich, 1. Jahrhundert noch relativ horizontal, 2. Jahrhundert schon angekippt und 3. Jahrhundert auch mit so einem unnatürlich langen Hals. Der Mumienkopf bleibt aber weiter da unten, also wir haben da sozusagen so einen Abstand. Dieser Umstand ist von einigen Forscherinnen und Forschern als eine visuelle Darstellung des Verstorbenen als sich lebendig aufrichtenden Osiris gedeutet worden. Und ich bin durchaus der Ansicht, dass diese Forschung sich recht gut damit verbinden lässt, zumal die auch im Dekorationsprogramm der Mumienmasken auftritt. Also auch hier gleichzeitig Mumienmasken, ein Rückpanel, da sieht man Osiris auf einem Mumienbett und er richtet sich auf. Oder hier eine sehr, sehr späte Darstellung, ebenfalls ein Mumienbett, eine Mumie und Sie sehen den aufgerichteten Kopf hier. Aber dennoch bin ich überzeugt, dass das andere Erklärungen nicht ausschließt, nämlich die visuelle Interaktion mit dem Grabbesucher. Je stärker der Kopf angehoben wurde, desto besser der Augenkontakt. Ist ganz logisch, wenn die am Boden liegen oder auf Bänken. Sie sehen hier so ein altes Foto aus einer Nachbestattung, eben Grab des Petosiris von Tuna el Gebel. Sie sehen, wie die Köpfe hier rausragen über die Mumienkörper. Die Mumienmaske belebte den Toten also durch den vollkommenen Körper, dem sie ihm bereitstellte, und erlaubte ihm auf diese Weise als sehfähiges Maskenwesen mit den lebensweltlichen Akteuren bei rituellen Geschehen von Bestattung und Totenkult zu interagieren. Und damit komme ich nun zum Abschluss meines Vortrags. Wir haben es fast geschafft. Wir haben die kaiserzeitliche Mumienmaske in der letzten Stunde durch verschiedene Stadien ihres Lebens oder besser gesagt ihrer Existenz begleitet. Dabei kann man feststellen, dass diese Stationen jeweils mit unterschiedlichen Statuswechseln verknüpft sind. Wir haben einmal die dokumentarischen Papyri betrachtet und das Erscheinungsbild der Masken. Beide machen deutlich, dass ihnen in diesem Zusammenhang der Status eines unbelebten Objektes zukam, das man nach eigenen Vorstellungen bzw. denen des Auftraggebers formen und verkaufen konnte. Dabei ist aber zu beachten, dass ihnen bereits zu diesem Zeitpunkt ein Lebendigkeitspotenzial zugeschrieben worden sein muss. Denn dieses Potenzial spiegelt sich beispielsweise in den Bezeichnungen wieder, Prosopon oder Acher, also ägyptisch und griechisch, das heißt Gesicht, also ein Körperteil, aber auch in der Maskenikonografie, ihrer Teilvergoldung, götterweltlichen Trachtelementen oder dem sich aus Ritualszenen zusammensetzenden Dekorationsprogramm. Das war einfach alles, die wussten, dass das später wichtig sein würde. Während der Aufsetzung bzw. direkt im Anschluss daran wurde dieses Lebendigkeitspotenzial durch die über die Maske gesprochenen Worte aktiviert. Das bezeugt vor allem Totenbuchspruch 151a. Die Maske ist in diesem Spruch ein eigenständiges Wesen, dem Handlungsmacht zugeschrieben wurde und dass diese zum Vorteil des Verstorbenen einsetzen konnte. Wir haben ja schon darüber gesprochen, Sehfähigkeit, Vollkommenheit, Vergöttlichung. Dieser Moment, also der Aktivierung, lässt sich in kaltzeitlichen Textquellen nicht mehr fassen, aber doch diese Funktionen ihrer Handlungsmacht, wie es zum Beispiel im Text des Balsamierungsrituals zum Tragen kommen. Gleichzeitig scheint damit aber auch die eigenständige Existenz der Mumienmaske beendet gewesen zu sein. Die Begriffe Kopf oder Gesicht, Tep und Herr, die in den kaiserzeitlichen Textquellen auftreten, beziehen sich nun offenbar auf die Gesamtheit aus Maske und darunterliegenden toten Gesicht, die ich als Maskenmumie oder Maskenwesen bezeichnet habe. Die Masken waren dann also sowohl physisch durch die Befestigung auf der Mumie
als auch rituell durch die Rezitation mit dem Mumienkörper zu einer dauerhaften Einheit verschmolzen. Diese Einheit, das Maskenwesen war es dann, das als Akteur in Bestattungsritual und Totenkult mitwirken konnte, das ganz unmittelbar visuell durch Blickkontakt und physisch durch die räumliche Nähe zu den Opferhandlungen und Banketten im Grab in die Handlung eingebunden worden ist. Das heißt, wir können daraus ersehen, wie viel von diesem antiken Funktionszusammenhängen den Masken im heutigen letzten Lebensabschnitt verloren gegangen sind, indem man sie erst von der Mumie abgelöst hat und dann auch noch aus dem Grabkontext entfernt hat, bevor sie als entindividualisierte Objekte im Kunsthandel verkauft und in Sammlungen ausgestellt worden sind. Immerhin, ein visueller Kontakt zwischen Maske und lebendigem Publikum besteht damit immerhin weiterhin. Also das können Sie sich ja selbst anschauen, wenn Sie durch die Sammlung gehen. Und das wäre immerhin ganz im Sinne der antiken Akteure. Die sollten ja gesehen werden. Ich hoffe allerdings, dass mein Vortrag einen Beitrag dazu leisten konnte, die antiken Glaubensvorstellungen, die ursprünglich mit der Mumienmaske verknüpft waren, ebenfalls wieder stärker ins heutige Bewusstsein zu rücken. Und damit möchte ich meinen Vortrag beenden und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.